Dago Sigurdsson ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg, weil er geschafft hat, alle Dinge miteinander zu verbinden, sehr fokussiert die Mannschaft auf dieses Turnier vorbereitet hat. Die Mannschaft, die einfach nach dem dreimaligen Scheitern etwas verändern wollte. Die Rahmenbedingungen, die man der Mannschaft gegeben hat, damit sie die Möglichkeit hatte, etwas zu verändern, und das Momentum, was auf unserer Seite liegt. Ich glaube, all die Themen zusammengefasst haben dazu geführt, dass wir hier eine so überragende WM bis zum heutigen Tag spielen. Ich glaube, das hat sich die Mannschaft auch erarbeitet, dass wir wirklich sagen können, wir sind wieder an die Weltspitze herangerückt und sind jetzt Teil des Ganzen. Also ich glaube, da haben wir viele Spieler mit guten Möglichkeiten. Wichtig ist, dass letzten Endes Gesichter sich nur dann erkaufen, wenn der sportliche Erfolg da ist. Du kannst kein Gesicht vermarkten, wenn du 16er wirst oder dich für große Turniere nicht qualifizierst. Und meistens ergeben sich aus großen Siegen auch große Sieger und Gesichter. Und das müssen wir erst mal schaffen und dann können wir über Gesichter reden. Aber ich glaube schon, dass sich der eine oder andere Spieler durchaus dazu eignet, ein Gesicht des deutschen Handballs zu werden. Wenn ich in die Gesichter der Spieler gucke und wenn sie die Körpersprache der Spieler sehen und wenn sie die Freude sehen, wie sie miteinander Handball spielen, das verspricht eine Menge für die Zukunft. Und von daher haben wir da überhaupt gar keine Sorge. Wissentlich, dass wir im Rahmen eines Prozesses immer wieder auch mal Rückschläge erhalten werden. Die sind aber im Sport ganz normal. Ein Leben ohne Höhen und Tiefen ist auch nur mittelmäßig. Und Mittelmaß war noch nie unser Ding. Eins ist doch auch ganz klar, Erlebnisse sind nicht so wichtig wie Ergebnisse. Das Resultat muss das sein, was dann letzten Endes Freude macht.